Hallo zusammen, in dem heutigen Video möchte ich euch einen kleinen Race Report vom Ironman Frankfurt geben. Und ich würde sagen, wir fangen wie immer chronologisch an. Um ehrlich zu sein, war das Schwimmen sehr, sehr chaotisch und auch relativ brutal. Also ich war eigentlich sehr optimistisch für das Schwimmen, sage ich mal. Allerdings muss man sagen, war es von der Organisation her sehr unzureichend in dem Sinne, weil normalerweise verteilt sich in Frankfurt der Schwimmstart relativ gut. Aber dadurch, dass wir über 80 Herren waren, war es dann sehr, sehr gedrängt. Und wir mussten extra zwischen zwei schwarzen Bojen durchschwimmen, wo dazwischen auch nochmal vermehrt vier weiße Plastikbojen waren, die Ironman irgendwie nicht rausbekommen hat aus dem See. Und deswegen ist es dann da zu einer großen Schlägerei ausgeartet. Ich habe dann dort einen Tritt seitlich an den Kopf bekommen und war dann kurz vorm Blackout im Wasser und habe mich dann erstmal ein bisschen fangen müssen und geschaut, dass ich relativ gut meinen Stil durchschwimme. In der zweiten Schwimmhälfte, also nach dem Australian Exit, war es dann so, dass ich mich damit abgefunden habe, solo zu schwimmen oder mein eigenes Tempo. Beim Radfahren wusste ich dann, dass einiges an Arbeit vor mir liegt, weil ich relativ weit hinten aus dem Wasser gekommen bin. Deswegen bin ich dann erstmal solo Vollgas vorgefahren bis zur nächsten Gruppe. War in der ersten Stunde relativ schwierig vom Regen her. Also ich habe nahezu gar nichts gesehen an meinem Visier. Es war so ein bisschen wie wenn man Auto fährt ohne Scheibenwischer. Habe mich da auch nicht komplett aus dem Leben genommen, sage ich mal. Also hatte da auch noch relativ gute Beine. Ich war dann in einer Radgruppe, wo auch dann Sam Long und Trevor Foley drin waren. Ich habe kurz die Beine da dann mal ausgeruht, einfach um das Laktat nicht zu hoch zu schießen. Dann ist Sam Long vorbeigekommen und wir wollten zusammen vorfahren bzw. zur nächsten Gruppe einfach aufschließen. Wir haben allerdings den Fehler gemacht und wollten dann, ich nenne es mal, zu viele Leute mitnehmen. Also am Anfang haben irgendwie nur gefühlt Sam und ich gearbeitet und jemand wie Trevor Foley hing einfach nur hinten drin und dann sind wir halt gar nicht von der Gruppe weggekommen und das war so ein bisschen ein taktischer Fehler von mir, dann nicht einfach zu sagen, ja okay, ich fahre jetzt mein Solo-Ding einfach vor bis zur nächsten Gruppe, sondern probiere es mit Sam zusammen zu machen und wir haben dann echt probiert, auch mehrere Attacken einfach zu setzen, um von der Gruppe wegzukommen. Unglücklicherweise ist mir dann nach der Hell irgendwo die Schraube an meinem Trinksystem hinterm Sattel gebrochen. Das heißt, ich konnte dann eine ganze Zeit lang die Flasche nicht verwenden, weil die runterhing und ich konnte die schlecht rausnehmen und vorne in mein Trinksystem füllen, weil wir die Flaschen ja nur an Versorgungsstationen wegwerfen dürfen. Das heißt, ich musste dann da sehr lange warten, bis ich eigentlich auf meine Nutrition wieder zugreifen musste und musste mich dementsprechend dann auch aus der Gruppe rausfallen lassen, weil ich einfach sonst viel zu viel Energie verschossen hätte. Beim Laufen bin ich die erste Runde relativ solide angelaufen, also mit einer sauberen, stabilen Pace erstmal rein. Hab gut die Akkus mit Gels aufgefüllt. Das hat soweit auch relativ gut funktioniert. Dann die zweite Runde hatte ich irgendwie gefühlt sehr, sehr gute Beine. Und ohne dass ich pushen musste, konnte so 3,30 bis 3,40 im Schnitt laufen. Ich wusste eigentlich zu dem Zeitpunkt auch schon, dass es wahrscheinlich zu schnell ist, die Runde so schnell zu laufen. Aber dadurch, dass ich so weit hinten war im Feld, habe ich mir dann gedacht, ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist halt, dass ich weiter nach vorne kam. Weil ob ich nun 31., 32. oder was auch immer wäre, völlig egal. Das hat mir dann allerdings in der dritten Runde so ein bisschen einfach die Beine weggehauen, weil da war ich dann energetisch komplett am Limit. War aber einfach auszuprobieren, weil ich eh absolut nichts mehr zu verlieren hatte. Und deswegen war dann der Marathon hinten raus relativ langsam, weil ich mir halt in der zweiten Runde zu schnell gelaufen bin. Habe es aber einfach laufen lassen, da hätte ich mich ein bisschen ausbremsen müssen. Am Ende mit Platz 31 und keinem Kona-Slot bin ich jetzt natürlich nicht zufrieden, muss ich ehrlich zugeben. Also klar, es war eine gute Steigerung zum vergangenen Jahr, was die Zeiten und Co. antrifft, außer beim Schwimmen. Und jetzt muss ich erstmal schauen, wie der Rest des Jahres aussieht. Wahrscheinlich werde ich Zell am See noch racen. Und in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat der kleine Race-Report gefallen. Wie immer, vielen Dank fürs Anschauen. Und bis zum nächsten Video.